Luisa Lagmöller, Institut für Geowissenschaften, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ansätze zur Dimensionierung von Wasserstoffgasspeichern und zum Monitoring potenzieller Leckagen ins oberflächennahe Grundwasser. Grüner Wasserstoff, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird essentieller Bestandteil einer gelungenen Energiewende sein. Das wurde auch bereits in den Sessions heute Morgen schon deutlich. Auch die Speicherung von Wasserstoff wurde gerade von meiner Vorrednerin angesprochen. Eine weitere Option, auch für eine Speicherung von Langzeitenergie, bietet der geologische Untergrund. Generell als Speicher in Frage kommen dabei Kavernen in mächtigen Salzformationen sowie tiefe poröse Gesteine. Dies ist eine Abbildung vom Luhr, das eine Beispielregion aus Schleswig-Holstein bis in 5 Kilometer Tiefe zeigt. Und bevor man das Ganze natürlich in die Praxis umsetzen sollte, muss man sich Gedanken über Auswirkungen von möglichen Leckagefällen machen. Dazu sollte natürlich neben der Dimensionierung eines solchen Speichers auch ein Betriebs- und Störfallmonitoring abgeleitet sein. Die Umsetzung eines unterirdischen Speichers mit abgestimmtem Monitoringprogramm umfasst im Wesentlichen 4 Aspekte, zu denen wir ein breites Spektrum an Forschungsarbeiten durchführen und auch bereits durchgeführt haben. Diese reichen von der Planungs- und Dimensionierungsphase über die Auswirkungsräume sowohl im bestimmungsgemäßen als auch im nicht bestimmungsgemäßen Betrieb bis hin zu den Auswirkungen einer möglichen Leckage, in deren Rahmen es zu einem Eintrag ins Grundwasser kommen kann. Die Benennung und Quantifizierung der Folgen für das Grundwasser in einem solchen Fall sind derzeit mein aktuelles Forschungsgebiet. Im Rahmen des Kompetenzzentrums Geoenergie, das Ihnen mein Kollege Sönke Bohm nachher noch genauer vorstellen wird, bieten wir Ihnen daher die folgenden Serviceleistungen an. Zum einen sind wir anhand von numerischen Simulationen und Szenarienanalysen in der Lage, Speicher zu dimensionieren und Auswirkungsprognosen hydraulischer und mechanischer Art zu treffen. Zudem ermöglichen unsere Labor- und Feldversuche Prognosen der Wasserstoffzehrung und weiteren hydrochemischen Folgen im Leckagefall. Außerdem dienen sie zur Entwicklung und realitätsnahen Erprobung von der genannten Auswirkungen und von Interventions- und Sanierungsmaßnahmen in einem möglichen Schadensfall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.